Du und ich, wir sind zur Gemeinschaft mit anderen Menschen berufen. Also die intimste Gemeinschaft, die ist ja sicher zwischen Mann und Frau. Darum habe ich jetzt zum Beispiel auch geheiratet, weil es ist einfach super. Es ist super, wenn Menschen enge Gemeinschaften mit anderen Menschen haben. Das ist einer der Hauptwünsche, den Gott hat. Mit dem Gebot, oder geht hin und vermehrt euch, mit dem haben die Menschen noch nie ein Problem gehabt. Aber dass wir auch wirklich uns interessieren für andere, für unsere Mitmenschen, dass wir Anteil nehmen an ihrem Leben und so, das geht immer mehr verloren, habe ich das Gefühl. Wenn ich am Morgen im Zug sitze und da auf Zürich fahre, dann sehe ich ganz einen Haufen, wo Sönig oder Kleinere drauf haben. Und dann relativ vertieft ihr Spielzeug hinschauen. Und eigentlich sitzen da noch 3 andere Leute rundherum. Aber ihre Welt ist in dem Moment beschränkt auf das. Und ich glaube, das ist mega schade. Das ist total schade, weil wir verpassen, zu was wir eigentlich geschaffen sind. Wir verpassen auch unseren Auftrag, auch gerade als Christen in dieser Welt. Gott sei nämlich, dass wir durch Jesus zu guten Werken geschaffen sind. Und dass wir sollen die guten Werke tun in der Welt. Und das könnte zum Beispiel sein, dass du, anstatt dass du in dein iPhone starrst, einmal mit deinem Zugnachbar anfängst zu reden und vielleicht ergibt sich etwas und du kannst ihn ermutigen. Das heisst nämlich hier in dem Vers, dass wir das, was Gott schon vorbereitet hat, sollen ausführen. Wir sollen Ausführende sein. Und ausführend kann ich nur sein, wenn ich auch meine Umwelt wahrnehme, wenn ich auch darauf eingehe, wenn ich mich auf das einlade. So, darum ermutige ich dich jetzt, dass du da deine grossen Kopfhörer mal zuhause lässt, dein Nattel mal im Sack lässt, wenn du das nächste Mal in den Zug einsteigst und ganz bewusst dein Umfeld wahrnimmst und versuchst, darauf einzugehen und versuchst, etwas Gutes zu tun, das nämlich auch anderen gut tut. Weil zur Gemeinschaft mit anderen Menschen bist du berufen.